Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog heute. Ja, ich befinde mich im Weinberg, wie man unschwer erkennen kann. Ja, hier haben wir ja vor kurzem erst gemulcht. Ne? Sieht man. Ich filme übrigens gerade mit einer alten GoPro, weil ich die andere vergessen habe zu laden. Ja, kommt manchmal vor. Ne? Also von nass ist hier nicht mehr viel zu finden. Man sieht ein bisschen was, feucht ist unten drunter noch schon. Geht. Ne? Gemulcht ist hier. Ja, Stöcke müssen wir dann auch noch putzen, aber das machen wir mal in einem anderen Video. Dann zeige ich euch das nochmal und erkläre nochmal ein bisschen was dazu. Ne? Geht es auch hier oben am Kopf und so weiter, aber das, wie gesagt, anderes Video. Genau. Heute will ich nämlich einmal hier unterm Stock alles freischneidern. Extra einen Freischneider dabei. Ne? Bin hier mit dem IH rausgefahren, weil da läuft der auch mal wieder, weil der stand jetzt lang genug, ne, mit seinem Ausfall lang genug in der Scheune. Ne? Da hat er die Hydraulik gekriegt, hier die Lenkhilfe. Ich muss sagen, ja, es macht so viel mehr Fun mit dem zu fahren. Ich bin gerade gefahren, es ist einfach herrlich, kann ich stundenlang machen. Ne? Gut, naja, auf jeden Fall hier nebenan, schön hoch Raps, boah, wird alles langsam, ne? Wir haben heute schön entspannte 24 Grad, glaube ich, ist angenehm, geht ein guter Wind, ich hoffe, das geht übrigens mit der Aufnahme, windtechnisch. Ja, jetzt wollte ich gerade die Sonnenbrille aufsetzen, aber ich lasse sie mal unten noch so. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier mit dem Freischneider. Los, weil nicht, dass er bei der Fahrt verloren geht. Ne? Ja, dann bin ich gleich los und dann wollen wir hier mal unterm Stock freischneidern, weil ne, das sieht halt hier aus wie. Dass das einmal wieder schier und schick aussieht, tun wir das einmal freischneiden. Ich war so mucki dat. Ne? Ja. Ach, ich liebe diesen Schlepper. Ne? Er ist einfach so Beauty. Der kriegt irgendwann vielleicht nochmal eine neue, also die IH-Front, nicht die, das ist halt die Cormic-Front eigentlich. Oder so die typische Cormic-Front. Ne, der soll irgendwann noch die bulligere IH-Front kriegen. Und ich bin gerade noch am Suchen, falls jemand diese Felgen nochmal hat, diese IH-Felgen. Ne? Das ist 5-Loch. Gerade auch wenn es geht in weiß, wenn nicht, dann lackiere ich sie selber. Das sind jetzt 57, 16er drauf und die hätte ich gern mal noch, weil ich will gern was ausprobieren. Und zwar, wenn ich die zwei beide Felgen noch mal hätte, würde ich da Stollenbereifung drauf ziehen und mal gucken, wie das aussieht, weil ich glaube, mit Stollenbereifung vorne sieht bestimmt auch richtig extrem geil aus. Ja. Ist einfach nur so dumme Spielerei, aber kann man ja mal machen, ne? Wenn man sie doppelt hat. Gewechselt sind sie ja gleich, wenn sie draufgezogen sind. So ist ja nicht, ne? Ja. Jetzt höre ich aber auf zu sammeln und packe hier mal das Ding aus und dann schmeißen wir, hoffe ich mal, dass es anspringt. Das ist nämlich immer so eine Kunst für sich bei dem Ding. Naja, schauen wir mal. Und freischneidern wir mal. Ich habe keine Sonnencreme drauf. Ich verbrutzel hier jetzt schon in der Sonne. Naja, wir schauen mal, wie das wird. Kann man das sehen da oben? Ah, wahrscheinlich nicht. Da oben, wo es staubt, da ist bestimmt einer am Mulchen oder Kreiseln, Grubbern, was auch immer. Irgendwas jedenfalls. Und arbeitstechnisch verstaubt auf jeden Fall. Naja, ich hoffe es. Ich bin, ne? Ich würde sagen. Elektrisch.
aber. Jawohl, schmeiß fort. Ich glaub. Das war's. Hier. Diesmal die Schmeiße. Jawohl, Besuch hast du heute auch wieder wundervoll. Eieiei, ich werde den verstellt. Leck mich am Arsch.